Mit eurem Lied sogar. Ja, euch mit einem Stocklied, beide auf Killprozent. Das sieht schon schön spannend aus. Ich glaube schon. Oh nein. So, ich bin auch dabei. Und, nevermind, Marcel im Lied, nicht euch. Blöd. Sehen ja fast gleich aus. Aber Marcel, der beißt sich auf dem 160% Stock fest. Ja, ja. Er will das gewinnen hier. Richtig safest Play und jetzt sind wir wieder beim Thema Sheet kann ich killen. Aber, okay, ja, das okay. War ein deeper Kill. Aber, so. Schön getroffen. Der einigermaßen neutral. Jetzt muss er aber richtig aufs Spiel. Ein Stock weniger, ich sehe gerade. Holy. Ja, Ox sein Combo-Game ist halt einfach überkrass und Quick sein Movement. Es ist super spannend zuzusehen bei den beiden, finde ich. Trifft den Bart zu. Man muss halt das jetzt übelst clean spielen, wenn er das Game noch holen möchte, aber das sieht nicht gut aus für euch hier. Nee. Marcel chillt auf seinen 27% und zwei Stocks, während euch auf seinem letzten. Schon mal 100%. Aber er hat es aus der Ecke raus geschafft. Hätte die fair getroffen, das wäre sehr schön gewesen. Aber Marcel schafft es zu recoveren, holt sich die Stage zurück. Langsam, aber. Langsam, aber sicher kriegt er die Prozente drauf und ich glaube. Diese Hitbox! Die Hitbox! Ach. Das habe ich da gesehen! Der Classic. Niemals gegen Quick rollen. Gut. Wir sind jetzt bei Game 2. Mhm. Ja, das sind wir. Naja, jetzt. Oh, kein Signal. Hm. Jetzt genau ist die Capture Card hin. Marcel. Ach, Klassiker. Was ist das schon? Moritz. Moritz. Wo ist Moritz? Hört er uns? Nein, oder? Sollte eigentlich. Wir haben kein Signal. Ah. Ja, RIP. Oh, Signal ist wieder da. Nice. So. Game 2 auf mal Battlefield. Die Frage, kann Oik das Marcel wohl überraschen? Frage, ob Oik das zweite Game sich holen kann. Hat Oik bisher jemals gegen Quick im Bracket gewonnen? Weißt du das? Hm? Ob Oik jemals gegen Quick im Bracket gewonnen hat? Tatsächlich weiß ich es nicht. Würde mich mal interessieren. Ehrlich gesagt weiß ich es wirklich nicht. Ach, ja. Aber naja, ich bin gespannt. Oik hat sich jedenfalls ziemlich gut geschlagen heute. Also habe ich Hoffnung, dass er es schafft. Oder auch letztes Shot vor Toxic gut, wie heute schon. Ah, okay. Ah. Kurze Unterbrechung, weil wir die Switch austauschen mussten. Nee, die machen gerade irgendwie andere Switch rein. Eine Wer holt das heute? Hm? Was meinst du, bei dir gibt's heute ein Grindfest, oder?
Heute nicht. Ich mach morgen so. Ach so, morgen, stimmt ja. Morgen, weil, so klein. Patrick und Tikito haben darüber geredet, die musste ich nämlich heute hierher fahren. Ach, du hast beide hast du hierher gefahren? Ja, also und You. Ja, okay, das war mit You wusste ich, genau. Also ich hab You, Chails und Tikito hierher gefahren. Ja, genau, das ist. Die, also Tikito pennt bei mir und Patrick pennt bei seinem Bruder. Ja, genau. Patrick bei seinem Bruder. Und am Morgen irgendwann so gegen Mittag, Nachmittag wollte ich halt einfach mal so ein bisschen grinden, weil ich bin jetzt für 2,5 Monate nicht mehr in Darmstadt. Für den Bachelor. Oh, es geht schon. Oh, es geht nicht nur los. Ja, wir starten okay, letztes Game dann auch mit Marcel im Stocklead. Mhm. Ich frage jetzt, ob. Ist Best of 5, oder? Ja, also. Grand Finals ist sicher Best of 5, denke ich. Oh. Gegen Oik ist es immer richtig gefährlich, wenn du auf einer Plattform bist und er ist unter dir. Irgendwie macht er immer genau das Richtige. So. Viele Abis von Marcel. Quick. Also die Sache ist halt jetzt, Marcel hat hauptsächlich die Stage. Trifft oh, den Clown schon. Und das ist auch schon der nächste. Okay. Erfolg. Sieht nicht so gut aus. Nee. Sache ist, Marcel bleibt hauptsächlich halt in der Stage wartet und selbst wenn Oik sich wiederholt, dauert es nicht lange, bis Marcel wieder die genau, Stage hat. Genau, genau. Er spielt halt extrem ruhig, panisch die Fehler. Ja, Oik, ich glaube, ist ein bisschen am Paniken. Ja. Zum Beispiel, er erlaubt es halt, so gut zu bekommen. Der F-Smash trifft, aber killt nicht. Leider, Sheik kann nicht killen. Oh, das war gut. Die Backer ist aber sehr gut. Aber sie hat immer noch nicht gekillt. Soweit geht er raus. Okay. Oh, okay. Die aber. Es wird jetzt kernig für ihn, wenn er es noch kriegen will. Die Abis, die funktionieren die halt einfach, ne? Oik, lass dich nicht so von ihm. Ah, shit. Alles klar. Das war aber ein schnelles Game. Das war wirklich fix. Mit. Ja, einem klaren, dominierenden Quick. Mhm. Quick kommt aus dem Winners Bracket, oder? Also, Ja. Das heißt, vielleicht ist jetzt das letzte Game. Also, heute. Wenn Oik jetzt sich nicht rafft, dann wird's wirklich das letzte Game. Muss ich jetzt zusammenreißen und alles geben. Ich glaube, er muss einfach ruhiger spielen. Quick ist ja auch ziemlich ruhig und wartet ab und macht so sein Ding. Und schon sind sie drin. Und, ja. Mal schauen, ob er ein bisschen adapten kann. Besser adapten, besser spielen. Genau. Weniger Fehler machen, ruhiger sein. Ja. Ruhig bleiben. Ah, nicht vom Charge treffen lassen. Aber, jetzt beginnt aber das. Den Down Smash. Schöne Kombo. Wow. Schöner Stück. Wenn das weiterhin so klappt, sehe ich auf jeden Fall eine Chance für den Oik. Zeigt davon, ob er jetzt ruhiger bleiben kann. Ja. Hat aber diesmal die Guck, Stage. Er hat gerade gewartet. Der Bouncing Shift trifft nicht. Aber er hat gerade gewartet, geschaut, was Marcel macht. Schlecht jetzt. Ja, weil wir jetzt Marcel in die Stage. Ja, und höher Prozent für. Ja. Oik. Oh, doch nicht. Die einen schön natürlich die Abi. Ist die Frage, lässt sich aber von. Ja. Das ist das Ding, er spielt halt extrem rushdownig. So. Er geht halt immer rein. Und Quick ist jemand, der das gewohnt ist, gegen viele sehr schnelle Spieler gespielt hat und davon nicht so sehr overwhelmed wird. Und ich. Es ist einfach. Er weiß, was er zu tun hat. Er weiß, wie Oik handeln möchte. Er weiß, was Oik haben möchte. Und er adaptet sich halt darauf. Genau. Oh. Aber schön okay. Den Stock geholt. Trotzdem immer noch klare Lead von Quick. Aber beide spielen sehr vorsichtig. Jetzt hat er ein Opening gefunden. 4% konnte er raushauen. Und da ist wieder die Abi. Nicht von der Abi treffen lassen. Das wird Charge Shot schön geschildert. Scheint mir Trade so ein bisschen. Charge Shot mit den Needles, aber das ist nicht so gut. Er kann sich das nicht viel leisten mit dem Prozent. Auf keinen Fall. Alles killt. Und ja. Der Downtilt holt das. Okay, sein letzter Stock vielleicht. Trotzdem sehr solides Turnier von Oik. Nur Quick ist halt einfach Quick. Ja. Obwohl, er hat eine Chance eigentlich, aber er muss das jetzt sehr, sehr clean ja, spielen. Ja. Und, schön
weiter Edgeguard. Mhm. Na, er kommt gerade nicht so gut aus der Ecke raus. Tankt der hat, oh. Aber Marcel schafft zurück. Ja. Schön, schöne okay. Abwehrs. Dennoch, es kommt immer wieder mal was von Quick an Prozenten drauf. Für euch, aber, ja. Schöner Upsmash. Okay. Jetzt muss er es wirklich, 73%, es ist machbar, aber es ist schwierig. Er muss es einfach jetzt wieder. Ich und nicht von Abyss Out of Shield treffen lassen. Da kam schon wieder. Die nächste, da muss man aufpassen. Okay. Aber es sieht nicht so gut aus. Dreistellig und nochmal. Das ist einfach... Ich glaube, langsam wird euch ein bisschen desperate. Der Kimu von dem Matchup für Quick. Ist er jetzt von, shit, ja, das war's. Okay. Und damit geht's an Marcel, aka Quick. Ja. Und das Set 3-0. Einfach durch und durch solide gespielt, muss ich sagen. Und das war's dann auch schon heute. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Ja. Es war jetzt wahrscheinlich nicht das spannendste Grand Finals, muss man sagen. Also ich muss sagen, Oik gegen Tikito oder das Set. So, ciao. Das Set, ob es nochmal Hoi versus gegen jeden. Ich bin so schlecht mit Namen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und okay. Samstag ist Sona Smash. Oh, okay. Schau vorbei. Okay, nice. Schau vorbei. Du vor ja, ich komm vorbei. Echt, sieh du, Zuschauer. Ich hab nicht gesehen. Ich komm vorbei. Das ist auch schön. Ich bin der Roman und ich bin auch dabei. Okay. Ciao, Leute.